Ja, vielen Dank. Ich will berichten davon, dass der Europarat, das muss ich mal erst mal erklären, das sind die 47 Länder Europas, die auch ein Parlament haben, sich jetzt als erste internationale Organisation mit dem Gleichen beschäftigt haben, was wir heute bei dieser Anhörung auch gehört haben, nämlich mit ersten Lehren aus der Corona-Pandemie und ein Bericht erstellt worden ist im Beisein auch des WHO-Generalsekretärs Tedros. Und ich war Berichterstatter für diesen Bericht und der ist am letzten Freitag mit großer Mehrheit dann im Parlament des Europarates angenommen worden. Und ich glaube, das sind noch ein paar Punkte, die heute ein bisschen zu kurz gekommen sind, nämlich die ganze internationale Dimension dieser Krise. Und das ist der Bericht, der ist noch in der Übersetzung. Jetzt liegt er im Augenblick erst auf Englisch vor. Vielleicht muss ich ein paar englische Zitate einführen. Erstmal muss man sagen, wenn man das europaweit sich anschaut, dass die meisten Länder, es gab ein paar einzelne Ausnahmen, aber die meisten Länder haben auf die Krise unvorbereitet reagiert. Die sind mehr oder weniger in die Krise gestolpert, so wie das ja auch hierzulande der Fall war. Es gab tendenziell in fast allen europäischen Ländern die Situation, dass man so bis Anfang, Mitte März die Corona-Pandemie eher so als Science-Fiction aus China sich angeschaut hat und dann so, wie auch in Deutschland, so Mitte März herum dann umgeschaltet wurde, zum Teil sehr drastisch umgeschaltet wurde, auch drastischer noch, als das in Deutschland der Fall war. Und eine kleine Lehre kann man vielleicht schon sagen, es war nicht unbedingt immer die Härte der Maßnahmen, die die Effektivität hervorgerufen haben. Es wurde ja heute auch schon diskutiert, dass gerade die hier in Deutschland die Antizipation der Bevölkerung durch Physical Distancing, also physische Distanz, ich habe den Begriff der sozialen Distanz natürlich auch nicht verwendet in diesem Bericht, dass diese Antizipation natürlich aus Sorge vor einer Pandemie und einer Ansteckung den größten Effekt hatte, sogar einen größeren Effekt als der Lockdown, der ja dann erst später kam, hierzulande am 23. März. Was auch noch festzuhalten muss in diesem Punkt des Stolperns der meisten Länder in die Situation, sind die hektischen Grenzschließungen Anfang März, auch von Deutschland, daran sollte man erinnern, die ja nicht nur die Reisefreiheit eingeschränkt haben, sondern auch Hilfslieferungen an, in dem Fall tragischerweise auch sogar an Norditalien, gestoppt haben, blockiert haben für anderthalb Wochen etwa. Und diese Grenzschließungen haben auch die Pandemiebekämpfung teilweise verschlimmert. Das ist auch hier sehr deutlich festgehalten in diesem Bericht. Grundsätzlich ist es so, das gilt für die nationalen Verfassungen der verschiedenen europäischen Staaten, das gilt auch für die Europäische Menschenrechtskonvention, für die sozusagen die Grundlage auch des Europarates ist. Grundsätzlich ist es so, dass es rechtskonforme Einschränkungen auch von Grundrechten geben kann in solchen Situationen. Ja, das ist auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention geregelt und das ist natürlich ein Punkt, auf den wir hier auch hingewiesen haben. Was der Bericht nicht ist, deutschen Medien haben sich da, Tagesschau hatte sich da für interessiert, ob da drin Russland-Bashing ist oder ob da Schweden-Bashing drin ist. Dieser Bericht ist keine Notenvergabe, sondern versucht, allgemeine Lehren zu ziehen, die ich hier kurz vorstelle. Der Bericht ist, wie der Titel auch sagt, Lehren für die Zukunft in Bezug auf eine effektive und rechtsbasierte Antwort auf die Covid-19-Pandemie. Also es sollen auch Lehren für mögliche weitere Pandemien gezogen werden. Und dabei ist das, was auch heute hier in der Anhörung häufig formuliert wurde, natürlich immer die Frage auch der Abwägung beider Sachen. Wir haben ja auch teilweise in Deutschland, glaube ich, eine einseitige Diskussion gehabt,
ja, der Schutz des Lebens, der Schutz der Ansteckung, der Schutz der älteren Menschen vor einer Corona-Infektion. Aber das muss natürlich auch abgewogen werden, was bedeutet es, wenn 800.000 Operationen zum Beispiel verschoben werden, und was bedeutet es, wenn, was sind die Folgen, auch die gesundheitlichen Folgen eines Lockdowns mit den entsprechenden sozialen und wirtschaftlichen Krisenfolgen. Also diese Verhältnismäßigkeit ist ganz wichtig, die ist ja auch im Titel hier schon angelegt. Was wir zum Schluss gerade noch hier diskutiert haben, Frage des Gesundheitssystems, da will ich noch ein paar Punkte herausgreifen. Ich kann natürlich nicht alles herausgreifen, aber was mir natürlich als Linke auch wichtig war, in diesem Bericht zu verankern, ist zum Beispiel der Punkt 9.1, der fordert einen freien Zugang und öffentlichen Zugang hochqualifizierter Behandlung zu Gesundheitssystemen statt einer Profitorientierung dieses Gesundheitssystems explizit so formuliert. Und interessanterweise haben das auch in der jetzigen Situation die meisten Abgeordneten der eher traditionell anders orientierten Parteien, also Liberalen oder Konservativen, auch mitgetragen. Und ein ganz großer Punkt in dem Bericht ist die Frage der WHO, die heute noch gar nicht diskutiert worden ist. Ich habe das eben gesagt, die Verabschiedung letzte Woche Freitag per Videokonferenz auch ist in Beisein und mit der Diskussion mit dem WHO-Chef geführt worden. Ich hatte ihn gefragt nach den Problemen der Finanzierung der WHO. Ja, Sie wissen, dass in den letzten 30 Jahren das Budget der WHO von 80% staatliche, und zwar reguläre staatliche Beiträge und 20% zusätzliche Beiträge, seien es privat oder staatlich, die dann meistens zweckgebunden sind, sich in den letzten 30 Jahren umgedreht hat und dass heute nur noch die Finanzierung zu 20% von regulären Beiträgen der Mitgliedstaaten stattfindet. Und 80% heute des Budgets der WHO aus zweckgebundenen staatlichen oder privaten Akteuren kommt. Und er hat das bestätigt, genauso wie ich es gerade gesagt habe, und hat gesagt, das schränkt die Qualität unserer Arbeit massiv ein. Ja, weil natürlich dadurch die WHO nicht frei ist in der Art und Weise, wie sie Gesundheitspolitik machen kann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Problem. Und der Bericht fordert eben, dass die WHO unabhängig ist von solchen freiwilligen Beiträgen. Das heißt, dass sozusagen wieder vollständig öffentlich sich finanzieren sollte und dann auch natürlich entscheiden kann, welche gesundheitspolitischen Schwerpunkte sie dann in bestimmten Regionen dieser Welt führt. Das Zweite, was WHO angeht, auch da haben wir konkrete Vorschläge, ist einerseits auch die Stärkung. Ja, das ist so, dass die WHO viel zu wenig Möglichkeiten hat, auch dann mit Teams in bestimmten Regionen der Welt zu reagieren. Hier braucht es eine Stärkung auch der WHO und gleichzeitig eine demokratische Kontrolle. Ja, es ist bisher so, dass die WHO weitestgehend frei ist von parlamentarischer Begleitung. Wir wollen jetzt nicht eine neue parlamentarische Versammlung schaffen. Da gibt es genug von. Aber es gibt bestehende Versammlungen, die hier Funktionen übernehmen können. Das ist auch konkret hier vorgeschlagen, nämlich die IPU auf Weltebene, die International Parliamentary Union, und oft für den europäischen Raum eben auch die Parlamentarische Versammlung des Europarates, die das zum Beispiel auch bei der OECD so macht. Das sind so ein paar konkrete Vorschläge, was die WHO angeht. Ich habe mich sehr gefreut, dass ein Linker als Berichterstatter für diesen ersten Bericht einer internationalen Organisation gewählt wurde und der Bericht angenommen wurde. Es wird jetzt noch weitere Berichte des Europarates geben, die sich dann mit spezifischen Fragen von Minderheiten, von Minderheitenschutz in der Krise, in der Corona-Krise oder mit parlamentarischer Kontrolle, Aussetzung von Parlamenten, bei Stichwort Ungarn, beschäftigt.
Aber dieser Bericht war jetzt der erste, der ist durch. Der ist natürlich in einer Zeit geschrieben, wo sich die Erkenntnisse eigentlich fast täglich ändern und muss auch so gelesen werden. Und ist natürlich an manchen Stellen auch noch ein bisschen vorsichtig formuliert. Aber es ist eben ein Versuch, auf internationaler Ebene gemeinsame Schlussfolgerungen zu entwickeln. Der wird jetzt an die 47 Mitgliedsregierungen geschickt, der geht ans Europaparlament und natürlich auch an die WHO. Und ich bin sehr froh, dass das so funktioniert hat. Ich glaube, eine Schlussfolgerung muss sein, dass man tatsächlich nur gemeinsam, kooperativ, solidarisch und nicht durch Rückfall in nationalistische Reaktionsmuster einer künftigen Pandemie begegnen kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. André, darf ich dir zwei Fragen stellen? Ja. Du hast vorhin gesagt, die EU-Staaten sind hineingestolpert. Dies hätte sich ja rekapituliert in der Diskussion im Rat. Nun gab es ja in einzelnen Staaten auch schon Pandemiestudien vorher, vor dem März. Also wir hatten Niemann-Studie, das ist noch eine DDR-Studie, kann man sagen, okay, haben sie weggetan. Dann gab es die 2007 vom Robert-Koch-Institut, dann die 2013. Dann hatten wir die Influenza, auf die der Professor Nida Rümelin vorhin hingewiesen hat, also die B mit 25.100 Toten in Deutschland. Eine Grippeepidemie, die insofern eine gewisse Gleichsetzung möglich macht, weil sie auch bei Tröpfchen über 0,005 Millimeter verbreitet wird. Also man hier auch die ähnlichen Schutzvorkehrungen braucht wie bei Corona. Wie kann es kommen, dass diese Männetekel an der Wand in den einzelnen EU-Staaten so übersehen wurde und dann nicht mal als Ende Dezember bei der WHO die Anmeldung kam aus Wuhan, dann Maßnahmen ergriffen wurden. Ich erinnere an den stolzen Hinweis von unserem Minister Scheuer im April, als er sagte, heute hat sich der erste Zug in Peking mit Schutzbekleidung in Richtung Deutschland in Bewegung gesetzt, wohlbemerkt im April. Und die zweite Frage, wird denn in dem Kreis, den du da repräsentierst als Berichterstatter, auch darüber nachgedacht, welche Erkrankungen medizinischer, aber auch psychosomatischer Art im Beruf angelegt werden, die das Immunsystem so nachhaltig schwächen, dass Viren oder auch dieser Virus ein besonders leichtes Spiel hat? Also die Beziehung mal zu den ganz hundsgewöhnlichen Arbeitsbedingungen, die Menschen mit Burnout und Stress und so weiter haben, hin zu dem, was eben dann an Damage im Immunbereich stattfindet. Ja, zu der Frage, warum wurde so spät reagiert oder warum traf es die meisten Länder so unvorbereitet? Ich denke, das hat einerseits natürlich was mit Prioritätensetzung zu tun. Es war Pandemievorbereitung war in den letzten 10 Jahren keine Priorität. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die letzte große Pandemie, die Stichwort Schweinegrippe, eigentlich tatsächlich eine unnötige Panikmache, da leider auch mit durchsichtigen Profitinteressen dahinter eine Rolle gespielt hat. Auch damals gab es einen Bericht des Europarates, der das sehr, sehr kritisch berichtet hatte. Vielleicht hat es damit zu tun, dass vielleicht, aber es ist auch so, dass wir in diesem Sozial- und Gesundheitsausschuss, in dem ich da drin bin, nach der Ebola-Epidemie, war ja keine Pandemie, auch einen Bericht gemacht haben, in dem die ganzen Forderungen auch drin waren, die jetzt auch drin sind. Vorbereitetheit vor allen Dingen, aber darauf nicht reagiert wurde. Und das hat damit natürlich auch zu tun, dass es keine Strukturen gibt, die sozusagen dann auch wirken. Ich will das mal an einem Beispiel machen. Wir haben in der EU, Europäischen Union, das ist wieder was anderes als der Europarat, aber ist ja auch wichtig, da gibt es ja diesen EU-Zivilschutzmechanismus. Der ist angelegt in den Verträgen. Der ist auch irgendwie, so gibt es so eine embryonale Struktur. Aber als der aktiviert wurde, Ende Februar von Norditalien und dann auch von Spanien, hat der nicht funktioniert und kein europäisches Land hat reagiert. Ja, und Italien wurde allein gelassen. Schlimmer noch, nachher wurden ja die Grenzen geschlossen, auch für die Schutzausrüstung für Italien.
Das heißt aber, hier sind Strukturen so schwach, dass sie dann in einer solchen Situation nicht funktionieren. Und das hat was mit Prioritätensetzung der letzten Jahre zu tun. Auf anderen Ebenen hat man Strukturen entwickelt in der EU, hier nicht beispielsweise. Ich glaube, das ist ein Punkt. Und deswegen sind hier eine Reihe von konkreten Vorschlägen für Europaratsebene, für EU-Ebene, auch auf der Weltebene, WHO, drin, die sozusagen ein effektiveres und schnelleres Handeln in Zukunft ermöglichen sollen. Das Zweite ist zu den Bedingungen, hast du völlig recht, das habe ich jetzt auch ein bisschen vielleicht zu wenig betont. Ich glaube, dass die Frage der Bedingungen eine ganz große Rolle spielt bei der Frage der Infektionszahlen einerseits, aber auch der Letalität. Ja, wir haben viel über Schweden geredet, hier in der deutschen Öffentlichkeit, dass es eine relativ hohe Letalität gibt in Schweden, relativ viele Tote, aber sehr wenig über die Bedingungen, warum so viele Menschen gestorben sind. 3/4 in Schweden sind in den großen Altersheimkomplexen in Schweden gestorben, die drastisch ökonomisiert wurden in den letzten Jahren, wo die Arbeitsbedingungen sehr, sehr schlecht sind, auch die Leute nicht so gut ausqualifiziert werden. Das ist zum Beispiel ein drastischer Unterschied zu Norwegen, ist ja auch ein Nachbarland, wo zum Beispiel die Altenheime ganz anders strukturiert sind, viel auch in kleineren Einheiten funktionieren und es ein deutlich höheres, einen deutlich besseren Arbeitsschutz und so weiter dabei gibt. Also Bedingungen, unter denen Menschen zum Teil in Krankenhäusern sind, in Altenheimen sind, aber eben auch dort arbeiten, aber eben auch in anderen Arbeitsbereichen arbeiten. Stichwort Tönnies, jetzt ist es ja sozusagen ein ganz großes Thema. Warum ist dort warum hat sich das dort so massiv ausgebreitet? Wir haben ja in der Fläche in Deutschland jetzt keinen großen Anstieg gehabt, oder gar keinen Anstieg in den letzten Wochen, aber einen drastischen Anstieg in bestimmten Bereichen, wo Bedingungen eine Rolle spielen, Arbeitsbedingungen und auch eben dann Wohnbedingungen, Übernachtungsbedingungen ist hier angesprochen worden. Ich glaube, darüber sollten wir viel, viel mehr reden als über, ich weiß nicht, über jetzt, weiß ich was, hier sind so Denunziationsvorgänge eben auch beschrieben worden. Das ist nicht, glaube ich, der Ansatz, sowas sollten wir vermeiden, sondern vielmehr über Bedingungen reden, unter denen Menschen arbeiten und leben müssen.